Jetzt ist weg, Katz. Jetzt ist weg, die Katz. Oh, boy. Ja, mein Aufnahmeregisseur, der Herr Meier, wenn ich dem manchmal so Geschichten aus meinem Leben erzähle, sagt er, mei, Herr Thujach, das haben Sie doch wieder erfunden. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Und ich habe ihm kürzlich eine unglaubliche Geschichte erzählt, wo er gleich abgewunken hat und gesagt hat, ja, das können Sie Ihrem Großvater oder sonst jemandem erzählen. Aber es hat ihm keine Ruhe gelassen. Und Herr Meier hat es dann gegoogelt. Und siehe da, es war tatsächlich im Internet zu finden. Also, wir gehen jetzt weit zurück ins Jahr 1998. Das war zu der Zeit, als ich noch mit Studien Kontaktreisen verreist bin. Das ist so etwas Ähnliches wie Studiosus, bloß ein bisschen lässiger. Und es war an der Amalfiküste. Und da hat unser Reiseleiter, Wolfgang hieß er, damals gesagt, ja, heute machen wir was ganz Besonderes. Wir gehen nach Santa Agata, das ist in der Nähe von Sorrent, und besuchen da ein ganz schönes Ristorante. Also wir sind da hingewandert und war schön, im Garten war schon alles für unsere Gruppe gedeckt, die Weinflaschen da, die Brotkörbe, alles, die Servietten. Und als wir in dieses Restaurant reingegangen sind, war neben der Eingangstür ein riesiges Bild, bestimmt 2 Meter hoch, aus Fliesen gemacht. Und auf dieser Fliese war eine Katze, die einen Zylinder trug und eine Zigarette rauchte und auf den Hinterpfoten ging. Und als wir dann reingingen, lag an jedem Tisch eine Fotografie von dieser Katze, also eine echte Fotografie. Und dann kam dieser Padrone, der war damals bestimmt, ich sage jetzt mal 70 ungefähr, und hat uns dann die Geschichte erzählt, dass er eine Katze hatte, die, wie gesagt, auf den Hinterläufen ging, einen Zylinder geschwenkt hat und dabei liebend gern geraucht hat. Und ja, wir haben dann natürlich gedacht, ach, was ist denn das für eine Geschichte? Und der Clou dieser Geschichte, der kam dann sogar noch, als er gesagt hat, also das war ungefähr 1963 mit dieser Katze, und da ging es gerade in Hollywood mit Flipper und Lassie zu Ende. Und diese Hollywood-Produzenten haben fieberhaft nach einem neuen Tier gesucht, mit dem sie eine Reihe machen konnten. Und die haben dann in Amerika Kunde bekommen von dieser Katze, die läuft, einen Zylinder aufhat und raucht. Und sind dann eines Tages von Hollywood aus an die Amalfiküste geflogen, Neapel, und wollten hier Aufnahmen von dieser Katze machen. Und genau in dieser Nacht, als das Team aus Hollywood ankam, ist diese Katze verschwunden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist zum Zigarettenholen gegangen. Da sind ja in den 70er Jahren auch viele Ehemänner sogar verschwunden. Warum nicht auch Katzen? Und diese Geschichte habe ich eben erzählt, worauf der Herr Meier gesagt hat, gibt es ja nicht. Wir haben es dann gegoogelt und er hat dann tatsächlich einen Artikel gefunden aus einer amerikanischen Zeitschrift. Und hier stand sogar das Datum dran, und zwar September 18 im Jahre 1963, über diese Katze. Und Sie können das auch googeln. Wir haben es gefunden. Das stand nämlich auf diesem Fliesenbild, Il Gatto che fuma, die Katze, die raucht. Und unter diesem Stichpunkt war es dann tatsächlich im Internet zu finden. Also Sie können es auch googeln, die Katze, die raucht. Ich habe sie selber nie gesehen, die Katze, aber nachdem großer Artikel erschienen ist, hat es vielleicht stattgefunden. Und es war sicherlich dann die einzige Katze weltweit, die einen Zylinder trug und geraucht hat. Vielen Dank für diese unglaubliche Geschichte, dass Sie zugehört haben. Googeln Sie es. Also manchmal hat Googeln tatsächlich einen Sinn. Ich war selber überrascht. Danke fürs Zuhören.